Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu unserer vierten IPA-Konferenz heute hier in Berlin. Ich bin Markus Lenzler und Sprecher des IPA-Zentrums und ich darf zumindest einen Begrüßungs- und Willkommengruß an Sie schon mal losschicken am frühen Morgen. Und ich würde gerne damit beginnen, und das ist das Tolle, dass wir heute hier wieder mit 280 Menschen zusammen sind, anknüpfen können an das, was wir 2019 auf unserer ersten IPA-Konferenz hatten. Wir hatten dann Online-Konferenzen und wir freuen uns, dass wir heute hier so vollzählig tatsächlich auch viele neue Entwicklungen und Erfahrungen auf der IPA-Konferenz und das, was der Markt erlebt hat, mitbekommen können. Eine kleine Übersicht für Sie. Wir haben insgesamt eine Verteilung von Teilnehmenden, 30% Bauherren, 17% Planende, 18% Ausführende, 12% juristische Berater und 23% Dienstleistende. Also Sie sehen eine sehr homogene Mischung, die unsere Branche tatsächlich auch ausmacht, sodass wir also auf jeder Ebene tatsächlich auch unsere Erfahrung mitteilen können, miteinander teilen können und auch weiterführen können. Das Programm, das darf ich Ihnen einmal ganz kurz vorführen. Wir haben die Pausen Ihnen mal gezeigt, einmal von 10.30 Uhr bis 11 Uhr und die Mittagspause von 12.30 Uhr bis 13.45 Uhr. Also auch ausreichend Zeit für Networking und in der Zwischenzeit natürlich sehr viele spannende Vorträge. Und wir werden beginnen mit den Charakteristika der integrierten Projektabwicklung. Da wird uns Sherwin Hakseno einführen und wir werden dann weiterhin die Erfahrungen beim ersten abgeschlossenen IPA-Projekt in Deutschland hier miteinander teilen. Dann geht es um Besonderheiten im Vergabeprozess und heute Nachmittag geht es um die Punkte Erfolgsfaktoren und Gestaltungsmöglichkeit auf dem Weg zu den Zielkosten. Und es gibt dann einen Bericht über die aktuelle Arbeit im IPA-Zentrum sowie eine Podiumsdiskussion über Chancen und Herausforderungen und natürlich auch die weitere Entwicklung. Ich denke, so alles in allem ist da für jede Ebene an Kenntnis, an Erfahrungshintergründen auch was mitzunehmen und freue mich, dass ich heute Teil hier sein darf, mit Ihnen den Tag auch teilen darf und würde gerne Sherwin Hakseno bitten, jetzt zu übernehmen und uns einzuführen in die Charakteristika der integrierten Projektabwicklung.